So, ich bin hier in Kapitel 11. So, vor Freude springe ich noch mal. So, dann mal gucken, was wir heute machen müssen. Öffne den Briefkasten. Ja, gut. Kann ich erstmal machen. Ein anonymer Hinweis? Ich kann mir denken, wer das war. Was mache ich denn jetzt? Ich muss diese Dokumente unbedingt finden. Aber wo fange ich nur mit der Suche an? Ich muss diese Dokumente unbedingt finden. Ja, aber wo fangen wir an? Keine Ahnung. Hoffentlich ist Martin beim Trainingsplatz. Vielleicht kann er mir helfen. Gut. Martin. Mali beim Trainingsplatz, na schön. So. Ich steig mal ab, das ist besser. Hallo Mali. Hey Luisa, was ist los? Du siehst gestresst aus. Das kannst du laut sagen. Ich habe das hier bekommen. Oh, das klingt gar nicht gut. Wenn du nicht nachweisen kannst, dass das Pferd, mit dem du zuerst angetreten bist, dir gehört, gilt das ganze Turnier für dich als ungültig und du wirst ausgeschlossen. Ich weiß. Deshalb muss ich die Eigentumsurkunde unbedingt finden. Hast du vielleicht eine Idee, wo sie sein könnte? Nein, ich nicht. Aber mein Vater weiß vielleicht mehr. Dein Onkel und er waren ziemlich eng befreundet. Oh, sehr gut. Danke, Martin. Ich werde ihn gleich suchen gehen. Viel Glück. Okay. Tja, wer mag mal wohl diesen Brief geschrieben haben? Vielleicht die Adi, die ich verlieren kann oder so. Von wegen, ja, ich bin doch die Nummer 1 und bla bla bla. Die sind so eingebildet und alles. Aber mal sehen. Ich tippe mal auf die Alte, aber vielleicht auch gar jemand anders. Bin ich mal gespannt. Da ist keiner, ne. Okay, dann doch mal hier rüber. Hep. Gut, dass mein Pferd so gut schwimmen kann. Ja, schön. Ich reite mal hier außen rum. Vorsicht, nicht so schnell hier. So. Halt. Hallo Luisa, schön dich zu sehen. Was führt dich zu mir? Ich habe diesen Brief bekommen. Weißt du etwas über den Verbleib der Eigentumsurkunde? Dabei kann ich dir tatsächlich helfen. Weißt du, dein Onkel war etwas eigensinnig.
Durch seinen großen Erfolg gab es natürlich auch viele Neider. Er hatte Angst, dass jemand sein Pferd stehlen würde und versteckte deshalb die Papiere im Haus. Er gab mir diese Notiz. Ich kann damit nicht viel anfangen, aber vielleicht kannst du dir ja einen Reim darauf machen. Das wäre sogar ein Matthias-Reim. Frank, das ist ein Nudelrezept. Kein Hinweis. Mehr kann ich dir leider auch nicht verraten. Tut mir leid, aber ich bin mir ganz sicher, du wirst herausfinden, was es bedeutet. Onkel hatte schon immer eine große Schwäche für Nudeln. Ich bin mir sicher, das hat etwas damit zu tun. Vielen Dank für deine Hilfe. Ich habe auch eine große Nudel. Ich sollte mich etwas im Haus umsehen. Okay. Dann reiten wir nach Hause. Hätte er nicht irgendwie anrufen können oder sowas? Naja. Ich reite einfach mal hier über die Brücke. Ich will mir nicht nochmal nasse Hintern, nasse Füße und nasse Hintern holen, ja. Immer dieses Summen hier. Auf einer saftigen grünen Wiese saß alleine die Luise. Sie saß an einem schönen heißen Tag auf der Wiese, ohne Hemd und ohne Hose. Ach Gott, das war ein Quatsch, ey. Radabum, 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 bum, bum. Moment, so, einmal hier rum. So, du bleibst hier, mein kleiner Onkel. So. Dann schaue ich mich erstmal hier in mein Zimmer um. Hier gibt es aber nur ja, Ausrüstung. Hier wird es mit einer roten Hose. Gut, das andere lasse ich mal so. Hier ist also kein Rezept oder sowas. Ach da, gucke mal. Hinter dem Buch über Pasta? Da würde garantiert nie jemand nachsehen. Ich schicke die Dokumente lieber schnell ab. Okay, gut, ein Laptop ist ja bei mir. Oder? Nein. Sowas hast du nicht in ihr Zimmer? Was ist das denn für eine alte Pflaume? Oh, hoppsala. Ach, hier unten. So, gescannt und versendet. Fertig. Ich hoffe, das hat sich damit erledigt. Ich habe alle Aufgaben erledigt. Ja, super. Kann ich einkaufen oder sonst was machen? Das ging ja schnell. Keine 10 Minuten. Was sind denn diese blauen Kreuze da auf der Karte? Ich kann leider nicht auswählen, was das sein soll. Ich reite da mal hin. Ich weiß das jetzt nicht. Ich war lange nicht hier drin im Spiel und so weiter. Da war
weiß ich jetzt nicht, was die blauen Kreuze sind. War lange nicht hier. Gelbe. Die sind perfekt. Fünf Blumen sollten genügen. Da hinten. Ich muss Sachen einsammeln. Einmal. Zweimal. Dreimal. Viermal. So, das sollte genügen. Ups, okay, zurück zu Romeo. Ganz gut reiten. Ich kann ganz gut reiten. Ich hab ein Pferd, das reitet durch die Prärie. Frag aber nicht wie. Mein Pferd ist das Schönste hier. Da 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 da. Sind noch zwei blaue X und davon wohnt einmal keine Nixe. Die sind aber weit entfernt, die blauen Kreuze. Da hinten ist was Blaues. Klar, was haben wir denn da? Die Musik wird so komisch. Sind es schon drei Fotos. Okay. War jetzt nicht unbedingt die Mitte, was du gemacht hast, Luisa, aber naja. So. Und das andere Foto ist dann wieder ganz weit hinten. Holla die Boller. Eine Frau, die kann reiten. Da kannst du dich auch nicht drauf vorbereiten. Naja. Ein Pferd kann ja ganz gut reiten, aber wie sieht es mit einem Mann aus? Ja. Oh, Luisa, keine kann es so gut wie diese. Galopp, 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 Galopp. Das hört sich immer Galopp. Einmal hier und einmal da, hopp. Galopp, Galopp, Galopp. Es macht nur Galopp. Einmal hier und einmal da. Und irgendwann macht das hopp, hopp, hopp.
Geld heiß fährt, weil es läuft. Jetzt geht es wieder rein in die Stadt, in die Stadt, in die Stadt. Jetzt geht es wieder rein in die Stadt. So, einmal kurz das Pferd erholen lassen hier. Ach, da sind zwei blaue Dinger noch. Ja, was ist denn das hier? Hey, hier sind ein paar Blumen. Die werden ihr sicher gefallen. Danke, die sind wirklich schön. Nimm das für deine Hilfe. Ich werde sie ihr nachher geben. Wünsche mir bitte Glück. Viel Glück. Okay. Aber hier ist auch noch was Blaues. Gurg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 
damit das gespeichert wird. Dann sage ich danke fürs dabei sein. Du brauchst jetzt nicht weiter gucken hier, wie ich mich ausziehe. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Mach's gut, bleib gesund und so weiter. Ja, und dann sage ich bye bye.